wir haben uns heute hier getroffen zum Forum Nachhaltige Entwicklung. Es ist Halbzeit, Agenda 2030 und wir müssen vorwärts machen. Wir haben heute Morgen verschiedene Perspektiven gehört, mit Expertinnen und Experten, aber auch zwei jungen Personen, die uns ihre Sicht auf die Halbzeit präsentiert haben. What's important for the municipalities, the cities, the towns, the communities to really integrate youth into their processes and just be open for youth to participate and express themselves politically. Un des grands défis qu'on observe, c'est vraiment de se dire, cette durabilité, tout le monde en parle, mais comment est-ce qu'on va mettre les personnes en action? Et malheureusement, il n'y a pas une baguette magique qui permet de répondre à toute cette thématique. Donc c'est aussi grâce aux échanges informels qu'on va s'inspirer, qu'on va trouver des solutions. Forum Nachhaltige Entwicklung existiert seit langem und dient wirklich auch als wichtiger Netzwerkanlass, um die verschiedenen Staatsebenen miteinander zu vernetzen, gemeinsam Lösungen zu suchen und gute Beispiele zu präsentieren. Es geht auch um die Momente zwischen den Workshops, um konkrete Dinge auszutauschen, zu vertiefen, verschiedene konkrete Beispiele kennenzulernen oder auch Methoden, wie die Agenda 2030 auf lokaler oder regionaler Ebene umgesetzt werden kann. Es ist wichtig, dass wir auch diese Impulse erhalten, damit wir mehr Mut zur Wirkung haben.